habe jetzt gerade so eine 9-Minuten-Predigt. Wir haben in den letzten Tagen bei uns in unserer Pfarrgemeinde in Markmering einige Diskussionen um eine Vision, die ich Vision 2025 genannt habe, geführt, wo es darum geht, wie könnte man dem Problem eines wirklich nachhaltigen Aufbaus eines Bürgerzentrums dann auch wirklich seitens der katholischen Pfarrgemeinde einen Beitrag leisten. Hinter uns sehen Sie das Papst-Johannes-Haus, unser Pfarrzentrum, das wahrscheinlich den strategisch und städtebaulich interessantesten Platz im ganzen Ort einnimmt, im Zentrum von Mering. Wenn wir darüber diskutieren wollen, ob unser Markt tatsächlich ein Zentrum braucht und auch ein Bürgerzentrum braucht, mit Rathaus, was wir ja auf dieser Seite haben, einen großen Saal, Räumen für die Vereine, Theatern und ähnlichen Dingen, die die Marktgemeinde braucht und auch einem Pfarrzentrum, dann kommt es darauf an, dass man Einigkeit hat. Da kommt es nicht darauf an und macht von vornherein jede Diskussion kaputt, wenn man sich über kleine Dinge, über Egoismen zankt. Wenn man das Große und Ganze im Sinn und im Ziel hat, dann wird man auch kleine Probleme lösen können. Und genau darum geht es auch in den Lesungen, die wir an diesem Sonntag hören. Nämlich, wenn der Apostel Paulus beispielsweise in einem Brief an die Korinther schreibt, ich habe gehört, bei euch gibt es Zank. Zank entsteht in der Regel in den kleinen Dingen. Wenn man aber die große Vision einer Gemeinschaft hat, die nicht von einem selber allein abhängt, sondern die auch das Mitarbeiten aller braucht, dann kann man jeden Zank überwinden und kann zu vernünftigen, alle Interessen ausgleichenden, ob es immer erfüllbar sind, das ist noch eine nächste Frage, aber alle Interessen ausgleichenden Lösung finden. Das ist das, was der Apostel Paulus sagt, wenn er die Menschen in diesen Lesungen, die wir heute hören werden, zur Eintracht dazu aufruft, also eines Sinnes zu sein. Eines Sinnes zu sein heißt nicht immer die gleiche Meinung zu haben und nicht über alles die gleiche Meinung zu haben, aber eine Vision gemeinsam zu entwickeln und auszubreiten und aus dieser Vision heraus Gegenwart und Zukunft zu gestalten. Dazu sind wir Christen aufgerufen und dazu sind wir alle, die wir auch so ein bisschen Vernunft haben, auch eingeladen. Sie auch. Und dazu lade ich auch für die nächsten Wochen und Monaten ein, zu schauen, wo wir eines Sinnes sein können, damit wir nicht zänkisch uns in Kleinkram verlieren, sondern das eine Gute, was allen hilft, hier in unserem Ort Mering Lebensorte zu finden, in denen man sich wohlfühlt, dann auch wirklich zu verwirklichen. In diesem Sinne, nicht nur einen guten Sonntag, sondern seien Sie visionär im Blick auf das eine Ziel. Dann hört der Zank über Kleinigkeiten auch mal auf.